Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Diesmal auch ohne die ganzen Lags und sowas, also das Spiel läuft auch wieder flüssig, wie man sieht. Ja, es gilt jetzt diese Datasette, die wir hier aus Ghouls Gehirn entnommen haben, zu reinigen. Habe ich nicht ganz geschafft, deswegen gucke ich mal, ob Doc mir da irgendwie helfen kann. Ist die Datasette denn jetzt sauber? Ich weiß nicht. Lass mal sehen. Heiliges Kanonenrohr! Was hast du getan? Ich weiß nicht. Ich hab mich kurz umgedreht und auf einmal war sie so. Ist ja auch egal, wie es passiert ist. Du musst das Zeug irgendwie wieder runterbekommen. Am besten machst du nichts Drastisches. Also keine Stahlwolle oder so. Verstanden. Okay, dann nehmen wir doch mal die Stahlwolle oder so. Staubig, fertig und staubig und verätzt. Ui, hier geht gar nichts mehr. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. Ein Joker? Ja, wie gesagt, Drahtbürste nehmen wir. Oh, wie süß. Rufus und Ghoul mit einem Herzchen dran. Na, wenn das nicht mal... So gut wie neu. Ja, diese Kratzer da könnten auch woanders her. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut, dann zeig mal her. Moment mal, waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die, die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen. Wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Rose ist halt ein unverbesserlicher Romantiker. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Olfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal. Und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Vielleicht sitzt du dich erstmal hin und dann steht die auf. Naja. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja, offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei's drum, du kannst dich ja auch später noch bedanken. Ja, gar nichts mehr. Genau an das Richtige. Naja, ist ja auch fast das Gleiche. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja, ja. Gott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder... Und jetzt ist alles wieder... Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Hört man ja. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das.
Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. Ja, effektiv beschützt, würde ich sagen. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Wir sollten den Organon-Kreuzer kapern. Wir sollten den Kutter flugtauglich machen. Sowas kann auch nur herkommen. Wir sollten Argus eine Falle stellen. Wir heben erst eine Grube aus, dann tarnen wir sie mit Schlamm, dann lösen wir den Alarm aus. Und während du als Giraffe verkleidet auf einem angrenzenden Berg... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr... Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Klingt nach einem Plan. Dann mal auf in die Freiheit. Wieso hat denn jetzt die Tür zugemacht? Naja. Egal. Das leckere Happy hängt hier auch noch rum. Na, dann mal sehen, wie wir an den Organons vorbeikommen. Das sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja. Ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Nein. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Pah, die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Hä? Na, dann können wir doch jetzt endlich mal das mit dem Strohhalm machen, denn jetzt haben wir ja Zuschauer. Ich hoffe, Goal passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Ganz unauffällig. Thank you.
auch. Was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist. Solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Ich spare mir meine Telekinet. Das ist ja wohl in Armreichweite. Au! Klirr. Au! Ach, da stoße ich also immer gegen. Gut. Au! Solange das Verdeck zu... Kann ich da vielleicht reinleuchten? Ach, hier ist eine Kurbel. Super. Jetzt kriege ich auch wenigstens die blöde Gabel hier. Das Bein. Au, solange das Verdeck zu... Kann ich vielleicht mit der Gabel dagegen? Ich spare mir meine... Kurbeln geht auch nicht. Die Haube wird von diesem roten Ding da aufgehalten. Mehr kann ich nicht erkennen. Au! Ja. Vielleicht von hier mit der Gabel da drauf. Nö, auch nicht. Wozu braucht man eine Gabel, wenn man noch alle Finger hat? Das ist eine gute Frage, lieber Rufus. Aber vielleicht, um hier reinzukommen, damit ich das Ding wegstoßen kann. Ich probiere nochmal zu kurbeln. Nein. Dann nicht. Ich spare. Telekinetische Kräfte, bla bla. Also zurück komme ich jetzt auch nicht mehr. Was hatte ich denn hier noch? Hä? Achso, das Ding gilt wahrscheinlich für Goal. Kurbeln kann ich nicht. Ich kann da zwar hin. Kann ich das dagegen werfen? Zum Werfen brauchst du doch wohl keine telekinetischen Kräfte. Die zweite Datasette bleibt vorerst besser mein Geheimnis. Okay. Ich spare mir... Diesmal kein Au. Das ist schon mal ein Fortschritt. Au! Solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Ja, und wie soll ich dieses blöde Verdeck aufkriegen? Ich kann damit ja nicht interagieren. Ich spare mir... Gefährlicher Ogre und Beamter. Hier ist es hell genug. Ich könnte sie voll krass mit der Gabel überwältigen, aber nicht von hier aus. Au. Au, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Das ging ja heute wieder schnell. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da oben hin muss. Zum Kranhebel, weil er hier so ein Magnet ist und die haben, soweit ich weiß, alle Magnethelme auf.
aber hinkommen. Den Hebel kann ich ja nicht mehr benutzen. Ich spare. Au! Nein. Ich spare mir mein. Hupe kann ich nicht benutzen. Kann ich die mit der Gabel vielleicht. Ich spare mir. Von hier aus? Ich spare mir meine. Ich glaube, das hatte ich gerade auch schon probiert, aber. Sie schimmert leicht im Dunkeln. Jetzt habe ich noch den Stock. Der mir auch nichts bringt. Fuck. Ich spare mir meine Telekinese. Ich spare mir meine. Also alles mit allem habe ich ja jetzt schon kontrolliert. Ich spare gemacht. Mir meine. Kann ich die vielleicht zusammen machen? Spikes oder Nieten, okay. Aber eine Gabel? Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles. Hey, wo ist mein Eimer? Hey! Ich hab doch jetzt schon alles mit allem irgendwie probiert, was geht. Und hell könnte am Kernreaktor da unten liegen. Ja, hier komme ich definitiv nicht mehr durch. Die Kurbel kann ich nicht bewegen. Den Fenstern kann ich rumspringen, wie ich möchte. An diese Hupe komme ich nicht dran. Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube. Und nicht zwei Autos weiter. Ja, das hilft mir jetzt auch nicht. Die Haube wird von diesem roten Ding da aufgehalten. Mehr kann ich nicht erkennen. Das bringt mir alles aber auch nichts. Weil ich hier mit nichts agieren kann. Au! Oh Mann, na, das wird mal wieder Zeit für eine Pause. Und ein bisschen rumprobieren, bis man das dann rausfindet. Also, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dann und ciao, ciao.